Also deine Aufgabe wird es jetzt sein, diesen Kasten auf verschiedene Art und Weise so schnell wie möglich zu überwinden. Also Wilhelm, welche Lösungsmöglichkeiten hattest du bisher gefunden? Ich bin hier einmal ganz normal über den Kasten gesprungen, ohne den Kasten zu berühren, mit Anlauf. Das war ziemlich schwierig, würde ich nicht nochmal machen. Dann habe ich eine Flugrolle gemacht, das habe ich persönlich am schnellsten empfunden. Hättest du dann vielleicht noch weitere Möglichkeiten oder Ideen, wie man diese Sprünge effektiver gestalten könnte? Oder vielleicht auch noch andere? Ich könnte schneller anlaufen, ich könnte auch das Sprungbett mit dazu nehmen, das würde ich auf jeden Fall helfen. Wilhelm, was hast du denn jetzt eigentlich hier gemacht? Ich habe versucht, mit dem Sprungbrett auf möglichst unterschiedliche Art und Weise über den Kasten zu springen. Ja, wir hatten doch eigentlich schon noch eine zweite Aufgabe dabei gehabt. Wir sollten auch noch möglichst schnell versuchen, über den Kasten zu kommen. Hattest du das eben bereits umgesetzt? Nee, daran habe ich nicht gedacht. Dann versuch jetzt mal bitte bei den nächsten Wurschläufen vielleicht mehr Wert auf die Geschwindigkeit zu legen. Ich versuche meinen Anlauf schneller zu gestalten. Was war jetzt für dich die schnellste Variante? Mit der Sprungrolle bin ich, würde ich sagen, bin ich am schnellsten über den Kasten gekommen. Die Hocke war zwar auch schnell, so vom Anlauf war, hatte ich eigentlich die gleiche Schnelligkeit oder ähnliche Schnelligkeit gehabt, aber das war nicht so schnell. Also die Sprungrolle habe ich am schnellsten empfunden. Hättest du denn vielleicht noch irgendwelche Lösungsvorschläge, wie man es vielleicht mit der Hocke eine ähnliche Geschwindigkeit aufbauen kann oder erreichen kann, wie mit der Flugrolle? Ich müsste die Kontaktzeit mit dem Kasten sollte ich dann kürzer machen. Und nicht so lange auf dem Kasten aufhocken. Vielleicht noch andere Ideen? Ich könnte ja etwas flacher anspringen, vielleicht noch etwas schneller werden beim Anlauf. Mhm. Jetzt ist der nächste Schwerpunkt. Welchen könntest du dir jetzt setzen? Ich könnte jetzt nochmal versuchen, die Kontaktzeit mit dem Kasten zu verringern. Also die Hände schnell wieder vom Kasten wegzuhalten.